Hallo auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Jochen und heute geht es nochmal um das Thema Daikin und das Thema BAFA-Förderung. Gehörst du auch zu denjenigen, die jetzt schon ewig auf die Auszahlung der BAFA-BEG-EM-Förderung warten? In diesem Video erkläre ich dir, woran das liegt. Mehr dazu nach dem Intro. Vielleicht habt ihr meine Videos zu den Daikin-Klimageräten schon gesehen. Ansonsten verlinke ich euch die jetzt nochmal hier im Video. Und dann könnt ihr euch die natürlich gerne auch mal anschauen. Vielleicht seid ihr jetzt auch nur über das Thema hier bei Google auf dieses Video gestoßen. Ich habe im letzten Jahr eine Anlage installieren lassen hier bei uns. Und diese Anlage habe ich auch fördern lassen über die BAFA. Und ich warte jetzt quasi gefühlt schon eine kleine Ewigkeit auf die Auszahlung des Förderbetrags. Und ja, da geht es irgendwie nicht weiter. Und da habe ich mich jetzt vor ein paar Tagen bei der BAFA mal schlau gemacht. Und das, was ich da dann gehört habe, das hat mich nicht so positiv gestimmt. Aber für alle diejenigen, die das Video zu den Klimageräten nicht gesehen haben, mache ich jetzt hier nochmal einen kleinen Abriss, wie das hier bei uns gelaufen ist. Wir haben quasi im Dezember 2021 den Antrag für die Förderung gestellt. Wir haben ein Angebot bekommen von unserem Installationsbetrieb und mit diesen Gesamtkosten haben wir den Antrag gestellt für die BAFA. Die Zusage für diesen Antrag erfolgte dann im März 2022. Das ging im Verhältnis noch relativ schnell. Da war ich echt positiv überrascht. Und der Installationsbetrieb hat dann auch gleich die Geräte bestellt. Und die Montage wurde dann im Juli 2022 durchgeführt. Das ging auch zügig. Wir haben hier 5 Geräte verbaut. Und das hat eine Woche gedauert. Und ja, bis dann alle Unterlagen von der Montage da war, die Rechnung und der Verwendungsnachweis und alles, was man da noch so einreichen muss, war es dann auch Ende Juli. Und ich habe dann auch gleich alle Unterlagen aufbereitet und die dann im BAFA-Portal zu unserer Förderung hochgeladen. Da muss man ja dann diese Angaben nochmal alle machen, alle Dokumente, die dazugehören, einreichen. Also die Rechnungen, Verwendungsnachweis, dass man das überwiesen hat und. Ja, und wenn die Dokumente dann hochgeladen sind, ja, dann dauert es in der Regel nochmal 6, 8 Wochen, bis das dann bearbeitet wird. Im Netz konnte man zu der Zeit schon lesen, dass es 3, 4 Monate dauert. Aber irgendwie hatte ich da das Gefühl, es geht nicht weiter. Gut, ich habe dann im Oktober 2022 bei der BAFA mal angerufen. Die waren da auch sehr nett und freundlich und haben mich darauf hingewiesen, dass es einfach so viele Anträge gerade zu bearbeiten gibt und ich solle einfach etwas Geduld haben an der Stelle. Und sie haben mir auch davon abgeraten, nochmal anzurufen, weil, naja, gut, das bindet wieder Kapazitäten, die im Moment eh nicht haben. Und deswegen habe ich das für mich auch so ein bisschen an die Seite gelegt. Natürlich wartet man auf das Geld und ist natürlich froh und dankbar, wenn das dann auch irgendwann mal kommt. So, im Dezember 2022 habe ich dann im BAFA-Portal gesehen, dass der Status von Unterlagen eingegangen in Unterlagen werden bearbeitet übergegangen ist. Und da habe ich gedacht, okay, super, dann dauert das jetzt noch maximal einen Monat und dann hast du dein Geld auf dem Konto. Ja, jetzt haben wir mittlerweile Mai 2023. Also es jährt sich jetzt quasi bald und es ist immer noch nichts passiert. Und jetzt war es mir letzte Woche einfach zu blöd und dann habe ich nochmal bei der BAFA angerufen. Und bin auch relativ zügig durchgekommen.
Ja, und der Mensch meldete sich schon, ah ja, bei Ihnen geht es um die Daikin-Anlage. Okay, das wusste der über die Vorgangsnummer wahrscheinlich, die ich vorher eintippen musste. Und erklärte mir dann, dass es seit längerer Zeit ein Problem mit den Förderanträgen von Daikin gibt. Da gab es Unstimmigkeiten bei den Energielabeln und das ganze Thema ist jetzt erstmal geparkt und man sei da im engen Austausch zwischen BAFA und Daikin und es solle da bald eine Lösung geben. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, ja, was ist denn das für ein Problem mit den Energielabeln? Und dann sagte mir der Herr, dass da bei Anlagen unter 12 kW, das haben wir ja hier, dass es Probleme mit falsch ausgestellten Energielabeln gab. Wer mein Video zu dem, das erste Video zu den Klimageräten gesehen hat, da hatte ich berichtet, dass bei der Planung der Anlage hier, dadurch, dass Daikin ja die zu dem Zeitpunkt größtmögliche Gerätekombinationen zur Verfügung gestellt hat, dass diese Energielabel quasi von Daikin auch selber erstellt worden sind und diese Energielabel muss man dann zum BAFA-Förderantrag auch mit hochladen. So, und das haben die wohl über irgendeine Datenbank geregelt. Also die Datenbank hat dann die Zuordnung gemacht zu den einzelnen Geräten. Passt das eine Gerät zu dem anderen Gerät? Weil wir haben ja keine Installation von der Stange, sondern hier wurde alles individuell auch abgestimmt. Und da musste der Installationsbetrieb das von Daikin nachher auch prüfen lassen, ob das quasi eine förderfähige Anlage ist. Deswegen war das alles hier ein bisschen komplizierter. So, und jetzt gab es hier wohl ein Problem in der Datenbank. Ja, der gute Herr hat mir dann noch gesagt, ich soll eine E-Mail schreiben mit meiner Vorgangsnummer an die E-Mail-Adresse beg@bafa.de. Kleine Korrektur an der Stelle, die richtige E-Mail-Adresse lautet beg@bafa.bund.de. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, da kam jetzt heute auch die Antwort. Da stand jetzt letztendlich nochmal das Gleiche drin, was die mir gesagt haben am Telefon. Man solle doch jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Man ist in Erklärung mit Daikin. So, dann war mir das aber alles wirklich ein bisschen zu blöd, auf gut Deutsch gesagt. Und war auch echt verunsichert. Denn da geht es um eine Menge Geld. Und dann habe ich auch dann bin ich angefangen, halt im Netz mal nach Informationen zu suchen. Ja, und auf dem einen oder anderen Portal, was sich mit dem ganzen Thema Energie und so weiter befasst, wurde von diesem Problem dann auch schon berichtet. Ich habe dann auch bei Daikin auf der Webseite einen eigenen Bereich dazu gefunden, wo dann letztendlich auch beschrieben wird, dass es da gerade Klärungsbedarf gibt. Und ich habe dann auch dort angerufen, da gibt es eine extra Hotline-Nummer, die waren auch sehr nett. Die haben mir das Thema auch nochmal erklärt, dass es da halt einen Datenbankfehler gab, dass es auch nicht am Installateur liegt, der diese Anlage quasi installiert hat, dass die keinen Fehler gemacht haben. Ja, und mir wurde gleich auch noch ein Hinweis mit auf den Weg gegeben, sollte Ihre Anlage abgelehnt werden, also dass die Förderung nicht übernommen wird von der BAFA. Dann melden Sie sich umgehend bei uns, dann werden wir eine Lösung gemeinsam mit Ihnen finden, was immer das auch heißt. Ja, ich habe dann auf der Daikin-Seite noch ein bisschen weiter geschaut. Da gibt es auch ein Portal, dann, wo man noch mehr Informationen bekommt. Ja, und da beschreiben die wirklich auch den Vorgang, wenn der Antrag von der BAFA abgelehnt wird. Dann soll man, also wenn er wirklich abgelehnt wird, komplett, soll man sich mit Daikin in Verbindung setzen. Dann gibt es aber noch eine zweite Variante, dass er nicht abgelehnt wird, sondern dass man einfach nur neue Energielabel hochladen muss. Und wenn das der Fall ist, ja, dann muss ich von jedem Typenschild der Anlage innen wie auch außen Fotos machen von dem Typenschild, also mit der Seriennummer. Die zu Daikin hochladen und dann erstellt Daikin neue Energielabel. Und wenn ja,
die neuen Energielevel dann da ist, dann muss man die in einer Frist von 10 Wochen auf der BAFA-Webseite hochladen und dann wird das Ganze zügig bearbeitet. Schauen wir uns das jetzt nochmal auf der Daikin-Seite eben an. Mittlerweile ist es so, wenn ihr auf daikin.de geht, habt ihr bereits hier auf der Startseite einen entsprechenden Hinweis. Prüfung der Energielabel bei der BEG-Förderung. Bei ausgewählten Gerätekombinationen von Luft-Luft-Wärmepumpen müssen die Energielabel überprüft und fallweise neu bestätigt werden. Betroffen sind ausschließlich kleinere Anlagen, Leistung größer als 12 kW, von Luft-Luft-Wärmepumpen mit einem Außengerät und mehreren Innengeräten, also Multisplit. Also hier bei uns wäre das die eine Multisplit-Anlage, die hier innen drin die drei Perfera-Tun-Geräte versorgt. Ja. Dann könnt ihr ja draufklicken, dann gibt es eine weitere Seite. Wenn ihr hier eine Überprüfung starten wollt, dann könnt ihr hier eine E-Mail-Adresse eingeben, die abschicken und dann bekommt ihr eine Rückmeldung mit einer anderen E-Mail-Adresse, wenn ihr erstmal weitere Fragen habt, wie ihr euch, also dann könnt ihr eure Frage dahin stellen. Hier geht es noch nicht weiter, um die Labels zu prüfen. Diese Seite ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. So, und dann gibt es hier noch einen Leitfaden. So, und dann gibt es jetzt hier die Anleitung zur Vorgehensweise und zwar unterscheidet Daikin hier in zwei Bereiche. Einmal A, das Gerät ist noch nicht verbaut und B, das Gerät ist bereits verbaut. Also das wäre jetzt ja hier bei mir der Fall. Also dann gibt es hier eine Webseite, wo ihr dann drauf gehen könnt. Da müsst ihr die BEG-EM-Nummer aus dem Anschreiben der BAFA mit angeben, Fotos der Typenschilder an Außen- und Innengeräten und dann gibt es hier eine Anleitung irgendwie. Wie gesagt, die Seite ist so noch nicht freigeschaltet, da waren wir ja gerade. Und dann wird das ganze Thema von Daikin nochmal überprüft. Wenn bei der Prüfung rauskommt, dass das Gerät nicht förderfähig ist, ja, dann gibt es einen Ablehnungsbescheid von der BAFA und dann könnt ihr hier euch an Daikin wenden und ja, diese ganzen notwendigen Dokumente hochladen und dann wird es eine individuelle Lösung geben, wie ich das vorhin schon mal beschrieben habe oder wie mir mein Installationsbetrieb berichtet hat. Dann wird Daikin wahrscheinlich, voraussichtlich, möchte ich hier nicht versprechen, die Kosten übernehmen. Aber ganz ehrlich, was sollen sie auch anderes tun? Denn da würden sie sich, glaube ich, keinen Gefallen mit tun, wenn sie das ablehnen. Ja, oder das Gerät ist förderfähig. Das heißt, dann muss der Nachweis der Förderfähigkeit mit dem neuen Energielabel wieder hochgeladen werden an die BAFA. Und dann wird es natürlich eine Auszahlung der Förderung geben. Ja, aber das alles könnt ihr auf der Daikin-Webseite euch selber in Ruhe anschauen und ich verlinke euch diese Seite nochmal und wie versprochen, sobald ich bei mir jetzt einen aktuellen Status habe, was denn jetzt hier Phase ist, werde ich natürlich auch darüber berichten. Ja, das ganze Thema Luft-Luft-Wärmepumpe und BAFA-Förderung ist im Moment ja sowieso gestoppt, aber grundsätzlich muss ich sagen, auch wenn ihr jetzt keine Luft-Luft-Wärmepumpe fördern lasst, sondern ihr nehmt eine andere Wärmepumpe, die jetzt von diesem Stopp nicht betroffen ist, also ihr tauscht meinetwegen eure Gas- oder Ölheizung aus und ja, bekommt einen dementsprechenden Förderbetrag, da muss man an der ganzen Stelle hier ganz klar sagen, dass sich das zwar toll anhört, aber ihr müsst das bei eurer finanziellen Situation natürlich berücksichtigen. Ja. Wenn ihr das Ganze aus eurer Portokasse bezahlt, also vom Sparbuch, dann kann euch das egal sein. Wenn ihr jetzt aber so einen riesigen Betrag habt, meinetwegen 30.000, 40.000 Euro, was ja heute so im Moment aktuell für Wärmepumpen aufgerufen wird, Klammer auf, ob das jetzt ja, berechtigt ist oder ob das einfach nur künstlich hochgetrieben ist, Klammer zu, das lassen wir mal dahingestellt. Aber da muss einem schon klar sein, dass ihr diesen ganzen Förderbetrag, mit dem ihr da rechnen könnt,
dass ihr da auch erstmal ein halbes Jahr drauf wartet. Das solltet ihr echt bei der ganzen Sache berücksichtigen. Ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der bei der Bank arbeitet und der berichtet da, dass es da aktuell teilweise ganz schöne Dramen gibt, weil die Leute das einfach nicht berücksichtigen. Ne? Wenn ihr jetzt so einen Riesenbetrag finanziert und ihr wartet da auf irgendwie 20.000 Euro, weil ich glaube, wenn eine Ölheizung jetzt ausgetauscht wird, gibt es ja noch bis zu 50%, meine ich, oder 45%, je nachdem. Dann ist das ein Batzen Geld. Und wenn ihr das nicht berücksichtigt, dann kann das ganz schön blöd werden. Ne? Denn so ein, was weiß ich sage mal, so ein Betrag, ich bleibe mal beispielhaft, ist bei 20.000 Euro, den über ein halbes oder dreiviertel Jahr irgendwie rauszustrecken, kann an der Stelle schon etwas kompliziert werden. Also das solltet ihr unbedingt beachten. Da solltet ihr auch mit eurer Bank sprechen, ob ihr da, wenn das finanzieren müsst, eine Kreditvariante nehmt, wo ihr dann halt erstmal einen größeren Betrag finanziert, aber in dem Moment, wenn die Förderung dann kommt, ihr das sofort kostenlos tilgen könnt und dass dementsprechend eure Tilgungsrate dann auch gleich runtergeht. Ne? Also das solltet ihr unbedingt beachten bei der Sache. Ja, so viel erstmal zu der ganzen Geschichte. Also da ist im Moment jetzt zumindest in meinem Fall noch alles offen. Natürlich würde mich jetzt mal brennend interessieren, wie ist das bei euch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Seid ihr auch betroffen? Habt ihr auch eine Daikin Luft-Luft-Wärmepumpe, also eine Klimaanlage gefördert und habt ihr euer Geld auch noch nicht bekommen? Oder seid ihr sogar da in der Situation? Das hat mir dann mein Installationsbetrieb vor ein paar Tagen auch dann erzählt, dass euer Förderbetrag schon ausgezahlt worden ist und die BAFA hat es im Nachhinein storniert und ihr müsstet den Betrag zurückzahlen. Ja, wie sieht das aus? In dem Fall war es übrigens so, dass Daikin dann den kompletten Betrag übernommen hat. Also das wurde mir von meinem Fachbetrieb nochmal versichert. Auch die haben mir gesagt, ich soll mir da gar keine Sorgen machen. Das ist ein Fehler von Daikin. Es ist auch kein Fehler der Installationsbetriebe. Und Daikin lässt da wohl keinen hängen. Ja, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das alles funktioniert. Ich muss aber ehrlich sagen, an der Stelle hätte ich mir von allen Seiten mehr Informationen gewünscht. Ich bin jetzt durch Zufall darauf gestoßen, weil ich jetzt danach gefragt habe. Aber hier hätte ich mir auch einfach eine Information mal proaktiv gewünscht von Daikin. Ich denke mal, dass die durch den Installationsbetrieb und durch die Registrierung der Anlage auch die Adressen der Endkunden haben und die Kontaktdaten. Da hätte ich es schön gefunden, wenn die sich mal bei mir gemeldet hätten. Natürlich hätte ich es auch toll gefunden, mal eine Information vom Installationsbetrieb zu bekommen. Nur die haben mir auch versichert, dass die da auch gerade in der Luft hängen und gar nicht so richtig wissen, auch wie es von der BAFA weitergeht. Ja, und von der BAFA selber wäre es natürlich auch toll gewesen, denn auch hier habe ich nur aktuell auf Nachfrage die Information bekommen zum aktuellen Stand. Also, da ist ja noch eine Menge Luft zur Verbesserung drin. Ich werde euch hier auf jeden Fall informieren, wie es in meinem Fall weitergeht. Also ich bin im Moment in dem Zustand, dass ich noch gar nicht weiß, ob, also mein Antrag ist geparkt, der ist gestoppt. Ich weiß aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob meine Anlage jetzt komplett abgelehnt wird oder ob ich nur neue Energielabel hochladen muss oder ob ich vielleicht auch gar nichts machen muss, weil der Antrag zwar gestoppt ist, aber weil das eine pauschale, ja, Stoppung ist, Stoppung, ja, weil es halt pauschal gestoppt ist und ob es damit zusammenhängt. Ja, ich werde euch das auf jeden Fall berichten, sofern es hier weitergeht. Und ich werde euch dann auch zeigen, wenn ich neue Energielabel erstellen muss, wie das dann funktioniert. Ja, meine Bitte an der Stelle hier nochmal, schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr zu dem Thema erlebt? Wie ist euer Status? In meinen bestehenden Videos haben mich ja auch schon mehrere gefragt, Mensch, wie ist es mit deiner Förderung? Und du hast sie auch noch nicht ausgezahlt bekommen. Deswegen interessiert mich das hier brennend. Und ich hoffe, dass euch diese Information jetzt ein bisschen weiterhilft, wenn ihr in der gleichen Situation seid wie ich, wenn ihr darauf wartet und dass das Ganze hier
dann hoffentlich für alle Beteiligten ein gutes Ende nimmt. Ja, wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir dafür einen Daumen nach oben gebt. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos auf diesem Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn ich euch bei meinen nächsten Videos wiedersehe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.